Ja, herzlich willkommen zu der dritten Stunde Taktlos Metal auf Radiokanal K, Rockstation und YouTube. Nachdem wir in den letzten zwei Stunden uns mit Tendonitis und Illumi Shade befasst haben, kommen wir jetzt ins hardrockige Heavy Metal Genie mit The Order bei uns, der Bruno an der Gitarre und der Gianni am Gesang. Prominenz im Studio, wir sind glaube ich zum 100. Mal bei mir. Genau. Aber er bringt auch die mindestens 6. 7. CD raus. Die sechste. Also mindestens schon 5 Mal, glaube ich, hier in dieser Sendung war. Jedes Mal ein neues Album vorgestellt. Wir machen nichts Neues, wir stellen auch heute mal wieder ein neues Album vor. Wie heisst es? Supreme Hypocrisy. Ein Album, das bei uns sehr spannende Entwicklung zeigt. Ihr werdet es jetzt gerade hören, liebe Hörer. Und ja, wir reden sicher darüber in 4x5 Minuten Interviewteil, was mit dem Album auf sich hat. Für die, die Band neu kennt, werden wir sie natürlich im ersten Teil auch sauber vorstellen, damit jeder weiss, wer der Gianni ist und wer der Bruno ist. Viel Spaß auch in der letzten Stunde von diesen drei wünscht Roche Wett. Und wir fangen an mit dem Titelsong von dem Album, der heisst Supreme Hypocrisy. Go!
Jahr oder im Studio von Radio-Kanal K auf Rockstation auf unserem YouTube-Kanal bei uns der Gianni am Gesang und der Bruno an der Gitarre. Mit ihrem neuen Album Supreme Demo Hypocrisy. Ich küsse darum habe ich es vorne ausgesprochen, weil ich küsse, dass ich mit dem Wort Mühe habe. Wir haben gehört, das sechste Album. Wir sind bis zu dem Album in der gleichen Besetzung gewesen. Mhm. Jetzt der allererste Wechsel erst vor ein paar Wochentagen bekannt gegeben. Ja. Wieso? Ja, eigentlich ist es einfach, weil der Bassist mit der Family einfach zu viel zu tun hat. Auch im Geschäft hat er viel zu tun gehabt. Und dann hat er gefunden, er packt es nicht mehr. Also mit Musik machen und Family und arbeiten. Und dann hat er entschieden, die Band zu verlassen. Und dann haben wir zum Glück noch einen Kollegen von mir, der Alain Schwaller, habe ich ihn gefragt, ob er Lust hätte, in die Band einzusteigen, und dann hat das geklappt, super. Und wir haben auch gerade noch ein Konzert gespielt mit ihm. Und, trotz Corona. Genau, trotz Corona. Ja. Also der Alain ist wirklich, wir haben dreimal geprobt mit ihm, schon bereits bei der ersten Probe hat er das Zeug besser können als wir. Und ja, nach drei Wochen nach der ersten Probe hat er seine Feuertaufe im Z7. Letzten Samstag vor der Woche. Ja. Das heisst, die ganze Wucht, die die Band ausmacht, die Order, hat man mal gesagt, der probiert eh nicht so viel. Die haben können beibehalten. Genau. Nein, es hat gut geklappt. Wirklich, es hat auch super gedünnt, muss ich sagen. Mhm. Er hat wirklich auch super gespielt, wir auch. Wir haben... Ich nehme an, der André, der euch verloren hat, der wird euch weiterhin verbunden bleiben. Ja, ich hoffe es, ja. Ja, natürlich. Also, auf jeden Fall. Der André kenne ich seit 17, ich mache mit dem... Brühl, du bist seit Ewigkeit, seit Urzeiten, also, verschiedene Bands mit dem unterwegs. Richtig, also meine, das ist, er ist jetzt ein Teil von der Band, aber er wird immer verbunden bleiben mit den Orten und die Freundschaft wird bleiben. Also das ist klar. Aber ja, er wohnt in Männedorf, oder? Er ist Leiter Marketing und Kommunikation vom Landesmuseum, also ein sehr anspruchsvoller Job. Zwei Kinder. Ja, und nach einem Proberaum haben wir in Bern, in Ostermundigen. Ist halt auch nicht um die Ecke. Ja, Bern, Zürich, Männedorf ist gleich Stau. Egal zu welcher Zeit. Genau. Also gewaltig. Der John ist gerade noch am Essen. Genau. Ein Papierli verdrückt, der Ketchup. Das sind eben so Toneffekte. Genau. Wie viel haben wir von denen auf der Scheibe drauf? So ein Papierli zu Druck. So als knackiges Metal-Element. So Zeug haben wir wenig. Nein, das geht noch. Ja. Aber die Bandkonstellation, die wird in dem Fall weiter gut bleiben. Da Leute, die Angst haben, das geht nicht vorwärts mit den Order, das kann man beruhigen. Ja, ich denke es schon. Also jetzt hat da gewisse irgendwie, neue Energie gegeben, jetzt mit einem neuen Mann. Also der Alain ist wirklich sehr motiviert. Und das bringt vielleicht auch ein bisschen frischen Wind rein. Ja. Auf das Album selber hat er noch keinen Einfluss in dem Sinn. Nein. Also das Album haben wir ja bereits letztes Jahr eigentlich, wann ist es, November, sind wir fertig geworden mit den Aufnahmen und so, und dann mischen. Da war der André noch voll dabei gewesen. Und er hat dann eigentlich, was war das, irgendwie Pfingsten oder so, hat er uns das mitteilt, dass er nicht mehr kann. Ja, mir ist aufgefallen, bevor ich das Promo-Schreiben von euch gelesen habe, dass er bei dem Album metallischer geworden sind, eine Art Back to the Roots zum ersten Album. Wir reden jetzt nachher sicher im nächsten Interview-Teil noch darüber. Als kleiner Beweis, er hat vielleicht noch Supreme Hypocrisy, im Kopf. Spielen wir Sons of More. Auf Armageddon. Genau. Vom allerersten Album habe ich früher eher so mässig gefunden. Und dann habe ich das mal einmal live gehört. Und dann muss ich sagen, der Sicht, der druckt einfach ohne Ende. Mhm. Vielleicht sind unsere Hörer intelligenter als ich und hören es schon ab CD. Das ist ein guter Live-Song auf jeden Fall. Viel Spaß.
Die Order mit dem perfekten Eröffnungstrack, bei uns jetzt als Dritten, bei uns der Gianni, der Bruno im Studio. Die Show ist vom neuen Album Supreme Hypocrisy. Ich glaube, langsam haben wir es im Griff, ein bisschen. Jetzt, ja, wir haben es darauf angesprochen, er sind wieder härter geworden. Er hat auf dem CD-Core hat er wieder das alte, das allererste Logo übernommen, nachdem, wo ein bisschen metallischer aussieht, nachdem die letzten zwei Alben ein geflügeltes, hartrockiges Logo hatten. Mhm. Ist das eine Art ein Hinweis oder eine Warnung oder ein darauf freuen für die Fans? Hey, genau, es klingt ein bisschen anders. Das ist eine versteckte Botschaft. Ja, dann haben wir einfach irgendwie das Gefühl gehabt, aber es geht wieder mehr Richtung erstes Album und da haben wir gefunden, dann haben wir jetzt einfach auch wieder das Logo. Also viel mehr haben wir uns da gar nicht überlegt. Nein, so ist es eigentlich gewesen. Mhm. Im Promo-Schreiben haben wir geschrieben, irgendwie harte Zeiten, harte Musik. jetzt haben wir gesagt, also, dass ihr das Album irgendwie letztes Jahr aufgenommen habt. Dort, Corona, hat man noch nichts gewusst. Ja. Trump, der ein bisschen gewettert hat, hat es schon gegeben und andere heuchlerische Politiker. Ja. Haben das vorausgesehen? Haben wir das vorausgesehen? Genau. Oder wie ist es entstanden? Ist das organisch gewachsen, dass ihr irgendwie wieder härter geworden sind? Oder? Also der Chef hier, er schreibt praktisch alle Songs und die entstehen dann so, wie sie sind. Und nachher, da gibt es irgendwie so einen Lauf, oder die CD nimmt dann nachher so einen Lauf und das ergibt sich dann nachher so. Oder? Also man sagt nicht, nein, jetzt sitzen wir an und wir wollen tönen wie die erste Scheiben. Also in der Regel funktioniert das nicht so. Aber es hat sich gerade so ergeben und die Songs sind so rausgekommen. Ich habe meine Texte so an dem Ganzen angepasst, was ja auch auf der ersten Scheibe so ist. Das ist ja auch Mad Men with Loaded Guns, das ist auch so, geht auch ein bisschen in die politische Richtung. Das ergibt sich einfach bei uns. Also, ja. Ja, das ist eigentlich nie geplant. Also, nein. Man muss auch sagen, wir haben 4 Jahre jetzt wieder gebraucht seit der letzten Scheibe. Und vielleicht ist es schon ein bisschen so, gewesen, die letzten zwei Scheiben, also Rock and Rumble und 1986, waren halt so extrem hardrockig gewesen. Also ich meine, gerade Rock and Rumble, ich meine, dort haben wir irgendwie den Zenit erreicht von diesem Glamrock. Also irgendwie ist das mal gut, oder? Sollst du jetzt da noch bringen? Aber es ist, man muss auch natürlich sagen, wir haben zwar Glamrock-Musik, also Glamrock ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir sind ein bisschen so in die Richtung, oder? Aber, teilweise ein bisschen Whitesnake-artiger vielleicht. Genau, oder Krokosau. Und das ist ja grundsätzlich auch nicht unbedingt Glamrock. Aber wir sind auch nie so auftreten, das muss man auch sagen. Oder? Wir sind nie wirklich mit tupierten Haaren und so auf die Bühne. Also, wir haben immer irgendwie so trotzdem noch ein Metal-Image gehabt in dem Sinn. Oder? Von dem her, wir sind nie so eine typische Glamrock-Band gesehen. Auch wenn wir Songs so geschrieben haben, das ist mehr so, weil wir halt das Ganze cool finden, oder? Also die Songs cool finden. Wir sind auch Van Halen-Fan zum Beispiel, oder? Also, es ist halt so, oder? Es ist der Einfluss, also genau. Der Sound, wo wir sind aufgewachsen damit und irgendwie das prägt und das werden wir auch nie ganz losbringen. Das sieht man auf der neuen Scheibe, hat so ein, zwei Songs, die durchaus auf einem der letzten zwei Alben können stehen. Dazu kommt, er hat ja Songs of Armageddon, haben er einfach eigentlich dauerhaft im Live-Programm, ja, wo sehr einprätscht, wo wir davor gehört haben, die Hörer. Also das heisst, er sind ja auch, er hat nie gesagt, er spielt nur von dem Album und sonst nichts, sondern er hat ja immer alles gespielt in dem Sinn. Man muss natürlich auch sagen, die erste Scheibe ist extrem schnell entstanden. Wir haben uns kennengelernt und dann haben wir gerade die erste und die zweite Metal Casino nachher haben wir gerade praktisch innerhalb von einem Jahr geschrieben. Und die Energie von diesen zwei Scheiben sind wirklich so geil, dass wir die Songs auch von dort meistens live spielen. Oder? Also von dem her, es ist halt so, das sind die Lieblingsalbum von uns auch. Mhm. Ja, und jetzt haben wir auch gleich 6 Alben draussen und versuchen halt zumindest von jedem Song ein Song zu spielen. Wobei von der Rock and Rumble haben wir jetzt das letzte Mal nicht gespielt. Mhm. Aber ja, sonst berücksichtigen wir schon alle Scheiben. Ja. Das bringt ihr mich in Schwierigkeiten. Jetzt habe ich vorher noch im Vorspruch gesagt, ich spiele maximal 2 von alten Scheiben. Ich glaube, wir dehnen das auf 3. Wir machen sicher nachher einen von den letzten 2 plus einen von den Metal Casino auch noch. No Messiah ist auch noch mal recht heavy. Geht auch, dort singst du, Gianni, eher davon, dass dich Leute vergöttert.
und quasi du noch Messiah bist, also kein Messias bist? Es geht, grundsätzlich geht es darum, dass es viele Leute gibt, die einfach an Messias glauben. Oder? Ob sie jetzt Trump heissen, ob sie jetzt, keine Ahnung, wie heissen, genau, Rockstar heissen, genau. Hip-Hop-Star. Und schlussendlich, wenn man irgendwie so, weiss ich nicht wer, anbetet, oder? Zum Beispiel kann man das auch religiös aber anlügen. Einen Rockstar dürfen wir noch anhimmeln, oder? Machen auch in dieser Sendung. Genau. Johnny, du bist... Denn, es gibt einfach keinen Messias auf dieser Welt, oder? Und früher oder später werden es alle gesehen, oder? Also das ist das, was ich glaube. Und deswegen kommt dann der Song auch so.
Ihr hört die dritte Stunde Taktlos Metal auf Radiokanal K, Rockstation YouTube mit The Order, Gianni, Gesang und Bruno an der Gitarre mit ihrem neuen Album Supreme Hypocrisy. Ist endlich gut. Ja, gehört habt ihr jetzt aber das Lied von den 1986, ein, den ihr immer noch live spielt. Nein, aber leider nicht. Nein, das Lied eben nicht. Aber wir sollten es wieder. Ja, den könnt ihr eigentlich super nachher in so einem Armageddon überleiten lassen. Ja. Los mit dem Schlusstakt. Das haben wir, glaube ich, früher aber sogar gemacht. Ist möglich, ja. Es ist nämlich die gleiche Tonart, es ist fast das gleiche Tempo. Das kann ich natürlich auch. Kann ich nicht. Genau. Nein, Gianni, das ist ein geiler Song, das spielen wir wieder. Machen wir doch. Gut. Wenn wir dann wieder dürfen spielen. Genau, also nächstes, übernächstes Jahr oder so. Aufgenommen habt ihr zuhause, dort wo ihr immer aufgenommen habt, bei eurem alten Ex-Bandkolleg teilweise, V.O. Pulver. Genau. Und der von euch mal bei Gehör gespielt hat. Ja. Ist einfach ein sicherer Wert. Ist so, also das ist das fünfte Album, das wir im V.O. aufnehmen. Wir haben ja einmal untreu sind wir gewesen, mit Rock and Rumble, das haben wir beim Sven im Studio aufgenommen. Mhm. Und gemischt hat es Drachin Köhler. Ein Produzent von Deutschland, den wir in Esslingen kennengelernt haben. Mhm. Aber ja, schlussendlich sind wir wieder zurück zu unseren Anfängen. Und der V.O. versteht uns einfach auch blind. Er weiss, wir müssen tönen, es braucht nicht viel Worte und ist ganz in der Nähe. Ja, wir sind, glaube ich, sehr zufrieden mit der Produktion. Mhm. Mhm. Absolut. Wie viel verändert sich bei euch im Studio noch an den Liedern? Nicht. Also, wie meinst du das genau? Also meinst du, dass sich Parts von den Songs verschieben? Nein, das auf keinen Fall. Oder textlich noch Anpassungen gibt, du merkst, ja, dass du ein Wort zu viel hast. Wenig. Weil meistens gehen wir schon recht vorbereitet, in der Regel. Was natürlich kann passieren jetzt bei einem einen bei Supreme Hypocrisy, das, die Strophe habe ich jetzt zum Beispiel tief gehabt. Und dann haben die Jungs im Studio gefunden, ja, sing doch das hoch, oder? So Rob Halford-mäßig. Und dann habe ich das hochgesungen. Das ist jetzt zum Beispiel auf dieser Scheibe so passiert. Aber grundsätzlich nicht. Aber was man natürlich sagen darf, ist, jedes Mal, wenn wir vom Studio dann nachher im Bandraum zurück sind, haben wir eine gewisse Sicherheit an den Songs, weil die Songs sind dann nachher so fest oder aufgenommen und auch im Hirn hast du die so drin, dass, also das ist das, was ich empfinde, dass sie dann nachher live einfach viel besser kommen. Ja, das ist auch nicht verwunderlich, weil man die Parts irgendwie etwa 100 Millionen Mal spielt, bis sie perfekt sind. Ja. Oder? Aber also ein Unterschied ergibt sich dann nachher schon vor Studio und nach Studio, das schon, auf jeden Fall. Eigentlich sollte man nach Studio nochmal ins Studio die gleiche Scheibe nochmal live dann. Und nicht jeder verzeiht. Ja, eine klassische Live-Scheibe, die im Studio aufgenommen worden ist, mit Publikumsgesang später eingesetzt. Das von einem richtigen Konzert. Genau. Und einfach maximal 100 Personen. Ja, stimmt. Also, denen, weil wir ja in Basel-Land aufnehmen. Genau, also. Genau. Und wir jetzt im Haargau sind. Das Gleiche gilt jetzt. Ja, wir haben gesagt, wir haben viel düstere Themen auf dem neuen Album. Ich nehme mal August in Miami ist eine Ausnahme. Auf welche Erfahrungen? Das ist sicher biografisch, oder? Nein, ich glaube, es ist mehr so entstanden im Bandraum, ist das gesehen, wo wir irgendwie so auf Miami irgendetwas gekommen. Und dann habe ich das müssen irgendwie rhymen und dann ist das irgendwie August in Miami. Also eine Frau ist so heiß, oder? Heiß wie ein Tag im August in Miami. Also das ist eigentlich die Aussage. Es ist völlig ein Klischee, aber das ist die Aussage. Wunderschön philosophisch. Aber ja, so viel zu den tiefgründigen politischen Texten.
Order im Studio von Radical Kondi Frog Station YouTube mit dem Gianni am Gesang und dem Bruno an der Gitarre bei uns im Studio, live. Zumindest dort, wo wir es aufgezeichnet haben. Genau. Live ist ein gutes Stichwort. Bei dem Lied, das wir jetzt gehört haben, hat es einen Teil drin, dort, wo man Bass und ja, eigentlich sehr roh gehört, so wie er live tönt eigentlich. Grund genommen. Genau, dort ist auch, habe ich vergessen, die Rhythmusgitarre aufzunehmen. Klingt super. Genau. Live, habt ihr eine Rhythmusgitarre ab Band? Oder? Live ist alles ab Band. Auch also, der Gesang, ja. Alles. Ja. Vor allem, darum kann der Gianni immer den Hampelmann machen. Genau, und er, genau. Und der Bruno kommt nicht raus beim Gitarrenspielen. Ja. Kann man so sagen. Nein, also das ist durch Absicht, dass hier keine Rhythmusgitarre unter dem Solo ist. Das kommt echt so besser zur Geltung. Und, ja. Es groovet wie dein Schwein. Ja, merci. Und live ist schon so. Also eben, wir haben vorhin darüber geredet, es ist heute schon ein bisschen Mode, irgendwie, dass relativ bei vielen Bands halt irgendwie Chörli an die Band kommen oder irgendwie zweite Gitarren oder irgendwie Synthi und so. Und das ist bei uns noch nie der Fall gewesen. Das Einzige, was an die Band kommt, ist das Intro, wenn wir mal eins haben. Ja, also das dürfte ja noch halbwegs erlebt. Ja, schon, oder? Jetzt live. Ja, wir haben das letzte das Konzert gespielt, hurra! Ja, sehr cool. Die nächste Zeit ist auch für euch unsicher. Es ist für alle unsicher. Für uns ist es nicht so schlimm, weil wir einen Job haben, oder? Aber ein Musiker, der natürlich mit Musik Geld verdienen, für die wird es wirklich hart. Auch nächstes Jahr, es ist zwar alles auf nächstes Jahr verschoben worden, aber wir wissen halt nicht genau, was noch wird gehen, oder so. Es ist nicht so einfach. Die Situation ist wirklich sehr, sehr mies. Mhm. Jetzt, Gianni, du arbeitest schon zum Teil mit Berufsmusikern zusammen. Ich habe mal aufgeschrieben, wo überall Victory bist dabei. This is Rock, das ist ein Projekt von Das Zelt mit vielen bekannten Musikern. Berufsmusikern wahrscheinlich, unter anderem Marc Serace und so weiter und so fort. Und bei der Van Halen Tribute Band Van Halen, übrigens Gruß vom Gitarrist von Illuminate von der letzten Stunde. Wir haben euch leider eine Woche um 2 Sekunden verpasst gehabt. Er lädt dich herzlich grüßen. Ich sehe ihn dann im August. Merci, das ist lieb. Und er ist ja auch Berufsmusiker, das heisst, auch deine Berufsmusikerkollegen tust du unterstützen mit dem Geld, das du in deinem regulären Job verdienst. Nein, es ist nicht ganz so. Schlussendlich ist das immer so eine Sache mit Berufsmusik, also ich könnte wahrscheinlich auch Gesangsstunden geben. Ich habe ja die Vocal Coach Ausbildung auch gemacht. Ich könnte theoretisch auch, aber es ist, ich weiß nicht so recht. Ich finde immer, Musik ist für mich ein Hobby, also schon immer gesehen. Und wenn man da einen gewissen Abstand hat zwischen Arbeit und Hobby, denke ich, dass man, also das ist meine Meinung, denke ich, dass das viel mehr Freude macht. Das ist das, was ich jetzt denke. Aber es muss nicht heißen. Jetzt Bruno, du bist mal mit Swamp Terrorists unterwegs gewesen, dort beruflich, oder? Nein, das hat auch dort nicht gelangt, oder? Also, ich glaube, es war das 1996 gewesen, da haben wir in einem Jahr ca. 100 Konzerte gehabt. Also dann ist das schon näher dran hergegangen. Dort hast du nebenzu noch arbeiten können. Ja, einfach unzahlt können in diesem Jahr relativ viel und dann ist das irgendwie gegangen. Wir haben dort wirklich eine Europa-Tour gemacht und Japan-Tour und nochmal irgendwie auf Spanien und so. Ja, wenn man jetzt permanent auf Tour wäre gewesen, dann hätte man sicher davon können leben. Aber das ist natürlich schon so, wenn du dann herkommst, kommt wieder kein Geld mehr rein. Und wir waren ja dort wirklich nur eine Live-Band, Live-Support. Im Studio haben wir ja nichts zu tun gehabt. Da hat der Michael alles mit seinen Samplern und so alleine gemacht. Also man muss natürlich schon sagen, wenn man wirklich nur von der Musik will leben in der Schweiz, ich rede von der Schweiz, in Deutschland sieht das vielleicht anders aus, oder es ist so, dann musst du wirklich, es ist wirklich hart und dann musst du auf viele Sachen verzichten und wenn du einen Job hast, ist das, ja, kannst halt öfters in Ferien, kannst du Sachen leisten, ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Musiker das nicht können in der Schweiz, also das will ich überhaupt nicht sagen. Aber ich denke, du musst sicher vieles zurückstecken, wenn du nur von der Musik willst leben, weil die Mieten sind fucking teuer in der Schweiz. Also schon da allein irgendwie so, entweder du wohnst in einer WG vielleicht dann nachher noch, oder? Dann könnte es noch gehen, aber wenn du irgendwie 1'500 oder 1'200, 1'300 musst zahlen für eine Wohnung, dann musst du also wirklich Musik machen.
viel unterrichten. Aber das heisst, er würde eigentlich jetzt mit den Order gerne live spielen. Das sind ja eine gute Liveband, aber in dem Sinn, ja, es geht auch jetzt nicht, also unser Traum ist sicher einmal einmal auf Tour. Das haben wir wirklich nie gemacht. Nein, das haben wir nie geschafft. Irgendwie so eine Woche oder 10 Tage irgendwie mit einer Band auf Tour, einfach damit wir mal das gemacht haben zusammen. That's it. Ja. Und das ist schon möglich. Das, ja. Das kann schon passieren. Und jetzt das Jahr war halt schon ein bisschen speziell gewesen. Oder einerseits sind wir zurückhaltend gewesen mit Konzertbuchen für den Herbst, Winter, und wir gewusst haben, der Gianni geht mit Victory auf Jubiläumstournee und die findet jetzt nicht statt. Und jetzt sind wir natürlich wahrscheinlich zu spät. Also es wird alles ein bisschen schwierig. Und unser Schlagzeuger spielt ja noch bei AC/DC, also respektive bei Hole/DC. Und die sind halt auch relativ aktiv. Also es ist einfach bei uns immer ein bisschen schwierig, Termine zu finden. Ja, aber jetzt dieses Jahr sowieso. Also dieses Jahr ist wirklich schwierig, irgendetwas auf beide Stellen auch, weil die ganzen Konzerte sind wirklich schwierig. Ich meine, mit 100 Leuten, oder? Oder Konzerte mit Masken, was will das? Also, ganz das neue Bilder. Ja, yeah, ganz neue Bilder. Ja, es ist wirklich schwierig. Ich habe extra von EMP Schleichwerbung Masken bestellt. Ja, Touren passt eigentlich das nächste Lied von der Metal Casino, Burning Bridges. Genau. Bridges Burning von den leider vergriffenen The Metal Casino. Sie haben heute diskutiert, der Johnny und der Bruno von The Order, ob sie die nochmal selten neu rausgeben. Wenn ihr findet, ja, dann sie zu spammen mit Mails auf die E-Mail-Adresse. Genau. Namens theorder@info. Nein, er hat gesagt, es sind auch viele Leute mit dem Metal Casino von euch gekommen. Mhm. Ja. Also noch vor einer Scheibe, wo
ja, bei 6 verliert man nicht langsam die Übersicht. Ja, also die ersten 2 sind sicher die einfach immer bleiben. Das ist so. Halt wirklich so, innerhalb von 9 Monaten haben wir 2 Scheiben rausgegeben. Ja. Oder? Also das ist relativ Schlag auf Schlag gegangen. Und dann sind wir wirklich jung, frisch und haben das Zeug auch noch live im Studio eingespielt, das wir heute ja nicht mehr machen. Heute, da geht jeder irgendwie allein für sich. Und ich glaube, das merkt man diesen Scheiben auch an. Einfach das Unverbrauchte. Wobei man darf auch älter werden und so Scheiben wie Supreme Hypocrisy rausgeben. Genau. Wo wirklich auch irgendwie, also ich finde das nach wie vor eine sehr, sehr gelungene Scheibe. Mhm. Auch man merkt auch, dass wir älter geworden sind, also das darf man schon sagen. Also auch das hat seine Vorteile. Aber die ersten 2 Scheiben, die sind halt, ja, die gehören halt zu uns, oder? Das ist halt... Wo kann man die und alle anderen kaufen? Auf eurer Webseite? Auf der Webseite auf jeden Fall. Metal Casino müssen wir noch nachpressen. Ja, da also müssen wir noch ein bisschen warten. Es sind alle Scheiben in den einschlägigen Plattenläden erhältlich. Also CD.ch auch noch. Ja, und wenn ihr könnt, geht doch zu eurem lokalen Plattenladen die kaufen. Das ist wesentlich sympathischer als irgendwie bei Amazon oder so. Und sie sind natürlich in... bei CD.ch, sie sind alle erhältlich, mit Ausnahme von Metal Casino, wo sie vergriffen ist. Bei uns, wir haben einen Webshop, aber der linkt eigentlich auf die einschlägigen Shops. Das glaube ich auch. Das hättest du sicher so gemacht. Ja, weil ich müsste es ja selber machen und das mache ich nicht. Wenn es schon Leute gibt, die spezialisiert darauf sind. Ja, wir sind am Ende von 3 Stunden taktlos Metal. Wenn ihr von Anfang an gehört habt, habt ihr in der Stunde Tendonitis gehört. Trash, Heavy Metal, mehr Heavy Metal als Trash, dann Illumine Shade Band von der Jonas. Sängerin und von deinem Bandmate Jonas Wolf, genau. und der Mark Friedrich. Jonas und der Mark Friedrich ist Drummer bei Souls Revival gesehen. Okay, ja. Also seht ihr, man kommt nur zu mir, wenn man Beziehung hat. Jetzt in der letzten und die Order und in der, ja. Das könnt ihr alles hören, wenn ihr noch hören auf Rockstation und auf YouTube. Zuerst Rockstation, ich glaube Mitte August, Anfang Mitte August. Geht auf rockstation.ch und Interviews, dann seht ihr, wenn das Zeug läuft. Und nachher auf YouTube, sofern YouTube nicht wieder einen Strich mit dem Urheberrecht macht. Das ist eine Werbesendung übrigens. Genau, die Bands sollen profitieren. Und ja, es bleibt in der Familie. Nächsten Monat Poltergeist haben gesagt, sie wollen vorbeikommen. Schön, ein Gruß. Ich glaube, der V nicht, aber eventuell der andere Grieder und der Schlagzeuger, der Steve vielleicht. Mal schauen. Es ist gar nicht schon nicht Steve. Es war gar nicht der Steve gewesen. Nein, der Schlagzeuger, keine Ahnung. Aber sie haben gesagt, sie wollen kommen. Und nachher noch Exit, eine extrem sympathische Death Metal Band aus Sursee, die es seit 1000 Jahren gibt. Dinosaurier. Ja, hören die. Kommen die und dann hören ihr meine Stimme wieder. Ich bin der Roger Wettlich und 3 Stunden mit diesen Bands ausgehalten. Das war vorher schwierig. Es war heiss vor allem. Heiss, ja. Ja, ich bin durch. Er darf etwas sagen an unseren Hörern. Geniessen den Sommer. Es ist, obwohl man nicht irgendwie, weiss ich Gott, nicht wo hin kann, aber geniessen, die Sonne ist da und es macht Spass. Genau, bleibt gesund. Genau.